Also, Gentoo, warum? Ich hätte jetzt gern von allen Anwesenden, einfach nur, weil ich das jedes Mal liebe. Wer hat schon mal mit Gentoo gearbeitet auf Prod.Oder und oder Workstation? Doch ein paar, okay. Wer hasst es? Okay. Dann hätte ich jetzt gern mal vom Rest, der noch nicht damit gearbeitet habt, die Info. Was habt ihr denn schon so über Gentoo gehört? Du kannst deine was? Meinen Rechner hat 3 Tage nicht benutzt, weil er bauen muss. Okay, lange Compile-Zeiten. Okay, noch was? Kommt Leute, Vorurteile raus jetzt auf den Tisch damit. Du frisst keine Kinder. Okay. Eine Sekte. Bitte? Eine Sekte. Eine Sekte, okay. Das, ich will nicht unbedingt widersprechen, okay, weiter. Bitte? Okay, ich hab ihm gesagt, er soll jedes Mal auf was auf mich werfen, wenn ich den Shitstorm initiiere. Aber schön, dass das jetzt mal jemand anderes macht. Okay, wir haben den Vorteil, dass es nicht unbedingt SystemD behaftet ist, hast du gesagt. Ich finde die Formulierung geil. Weiter, auf Jungs. Mädels, los geht's. Gentoo, kommt. Okay, was? Bullshit. Hä? Ist gefrickelt. Oh, auch sehr schön. Zeitintensives Hobby. Also man kann es mit einer kompletten Seite an der installieren. Bam. Wie lang ist die Seite? Kommt drauf an, auf welche CPU-Architektur du willst. Da drüben hocken gerade 2 Leute, die installieren. Von einem Server, mit dem sie verbunden sind, über serielles Kabel an dem anderen Server in einer Schrut gerade auf einem Spark Gentoo. Das ist lustig. Also jetzt erstmal vorneweg, Gentoo, was ist es? Gentoo ist so, Gentoo is not a framework. Gentoo ist so ein Betriebssystem, das Dinge einfach anders macht. Gentoo hat so Vor- und Nachteile. Kommt auch. Lieblingsspruch von IT-Lern und Consultants ist ja, it depends. Ob Gentoo Sinn macht, depends. Wann Gentoo Sinn macht, erfährt man selber dann, wenn man es erstmal aufgesetzt hat und oder man sitzt den Azubi daneben, der bisher nur 2-mal auf einer Debian-Maschine sich bewegt hat. Ja, ich sehe schon die ersten verzerrten Gesichter. Weil, was macht Gentoo anders? Es gibt Leute, die darüber unheimlich geile Vorträge mit wunderschönen Slides halten können. Nee, meh. Ich habe mir gedacht, fuck it, wir setzen jetzt einfach mal eine VM auf. Es wurde in den Kommentaren gerade schon dieses Handbuch-Anleitung erwähnt und es wurde gefragt, wie lang ist diese Anleitung? Das kann ich euch beantworten. Also für AMD 64 ist sie groß. Aber, und das ist das Schöne, und da möchte ich auch nochmal drauf hinweisen, und vor allem auch der Grund, warum ich es heute verwende, ist der Grund, warum ich damals erstmal damit angefangen habe. Kumpel meinte, versuch mal. Jeder kennt das. Und als ich es dann mal damit rumgefingert habe, habe ich dann auch gemerkt, ach du Scheiße. So funktioniert also Linux. Weil wenn man bisher so auf seinem Laptop so Server bestellt, die stehen irgendwo, da ist so ein Betriebssystem vorinstalliert, cool.
Wie sind da die Default-Settings? Okay, so und so sind die Default-Settings. Warum sind die da so? Oh, okay, also so und so funktioniert das. Und so kommt man halt immer tiefer in Linux rein, weil keiner fängt erst an, den C-Code zu lesen. Das macht man nicht. So, es sei denn, man kommt aus einer Windows-Klitsche, kann C und fängt an, den C-Code zu lesen. Aber dann muss man noch Perl lernen und Python, weil Gentoo kann viel und tut viel, aber Gentoo tut's richtig. Und ich zeige euch heute, wie. Also, ich bitte die Leute um Entschuldigung, die sich jetzt langweilen, während wir ein Linux-System von Hand aufsetzen, wo sich andere durch Ncurses-Clients durchklicken. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, bitte schmeißt sie mir sofort an den Kopf, weil kann sein, dass ich euch entweder übersehe, weil das Licht so hell ist, oder ich einfach, ja, Math, Nord, Mate, Overflow und Blafu. Wir beginnen. Disk Space für Linux-Systeme. Wie die genaue Partitionierung eures bevorzugten Heim-, Laptop- und oder irgendwelche Raspberries oder Produktivservern aussieht, dürft ihr euch selber aussuchen. Wir brauchen also auf jeden Fall in der VM, die wir jetzt aufsetzen, ohne System, brauchen wir auf jeden Fall erstmal, EFI lassen wir auch raus, weil sagt jeder sicher, ist broken, scheiß drauf. Brauchen wir erstmal eine Partition für den Bootloader und die ist 1 MB groß und hat dieses Bootfleck. So, wir haben eine BIOS-Boot-Partition, dann weiß unser Rechner zumindest schon mal, wo es hingehen soll. Demnach brauchen wir auch noch eine Partition für /boot, wo unsere Dateien drin liegen, damit unser Rechner weiß, was er machen soll. Also, was er machen soll, nachdem er weiß, was er machen soll. Also der Bootcode. So. 100 MB reichen meistens, es sei denn, man hat extrem viele Kernels. Ja. Eben. Es ist ein Stage 1, das bringt uns nicht weiter. Und danach können wir lustig partitionieren, wie wir wollen. Kommt auch drauf an, wie viel Platten wir haben. Aber da es eine VM, eine Gentoo-VM in meinem Gentoo-Rechner ist und ich jetzt nicht von meinem Rechner aus schruten wollte, weil Fnordi, zack, bam, Laptop kaputt, bringt nichts. Deswegen, one size fits all. Machen wir jetzt einfach mal eine große Partition für alles andere. Ich habe einen Fehler gemacht. Wer findet ihn? Richtig. Was ist Swap? Ja? Ja, wenn halt der Speicher voll wird, dann möchte das System vielleicht Dinge aus dem Speicher, die dann gerade nicht gebraucht werden, auf die Platte auslagern. Das heißt, richtig. Richtig. Also, wenn unser Arbeitsspeicher mit Arbeit beladen wird und der bearbeitet die Arbeit und arbeitet, dann, ja okay, ich habe wirklich viel Mate getrunken, dann kann es sein, dass der Speicherplatz nicht mehr ausreicht. Also brauchen wir einen Platz dafür, um unseren RAM zu entlasten und da machen wir jetzt einfach mal 2 Gig. Und schon der falsche Typecode. Oder? Jo. Wir haben es soeben mit dem CG-Disk-Tool unsere Platte konfiguriert, auf der wir das Linux installieren wollen. Und das CG-Disk-Tool ist das Tool der Wahl, wenn man GPT-Partitionstabellen erstellen möchte, auf das CLI in benutzbar und einfach. Wir haben das geschrieben und gehen raus. Danach haben wir unsere Platten. Was kommt als nächstes? Bitte? MKFS. Richtig, MKFS. Wir tun unsere Platten, wie wir sie partitioniert haben. Die. Bitte? Wir wollen ja, und LVM. Okay. Ja, why not? Was ist LVM?
Was ist Lux? Krypto. Krypto. Ich liebe es. Okay, das heißt, wir haben unser Boot-Volume, slash Boot, machen wir einfach mal X4, weil meh. Dann die 2 Gig MKFS machen wir einen Swap draus. Ohne MKFS, MK-Swap 3. Dann machen wir das Swappen direkt mal an. Und danach machen wir noch ein X4 auf. Nö. Wenn er nicht recht hätte. Ich sag doch, ich hab viel Mate getrunken, Mann. Das macht Sinn. Ist egal. YOLO. Ja, dann machen wir das halt. Wenn jemand noch eine Idee hat, dann bitte jetzt. Wer hat gerade MongoDB gesagt? Alter, geht's noch? Absichtlich. Wir sind aber schon interessiert, wie du das machst, dass das schön hinterlädt und so mit dem Entwickelten vor. Das geht? Ja, es geht, ich weiß. Das passiert mir jedes Mal einen halben Takt, das ist gut. Passwort? Fuck. So, was haben wir gemacht? Wir haben Lux auf unsere Platte installiert und haben einen Key vergeben, den wir manuell eingeben. Das ist eins von zwei Vorgehensweisen. Ich kann auch eine Key-File generieren. Da schreibe ich random Zeugs rein mit so Sachen wie Havaged oder OpenSSL. Da ballere ich dann Zeug rein. Und nur wenn dieser Key an einer bestimmten Position existiert, kann ich die Platte booten. Und oder ich habe ein InitRAMFS manuell gebaut. Ihr kennt das. Jetzt haben wir da Lux drauf, jetzt haben wir das gemacht, jetzt wollen wir das natürlich gleich auch noch öffnen. Das ist eine gute Frage. So. Wir öffnen das Lux-Device und da wollten wir jetzt LVM rein. Ja, genau. Um LVM machen zu können und nachher unsere Volumes größentechnisch hin und her verschieben zu können, sind wir einfach mal so frei und ja, die Entropie. Wir machen da jetzt ein DevMapper-Root. Richtig. Dann machen wir da eine Gruppe auf. Bei den Gruppen LVM, ich kann mir die Params nie merken. Volume Group Create. Also. Ja, natürlich. Ist da irgendwelche Params dazwischen?
Device System not found. Okay. Ja, ich sag doch, ich kann es mir nicht merken. So, was braucht man da drin? 2 Gig Swap. Was brauchen wir da drin noch? Ich meine, jetzt haben wir einen Boot-Partition. Ach komm, scheiß drauf. So. LSBLK, total nützlich, benutzt es. Machen wir auch da X4 drauf. Und swappen auf unsere neue Swap-Partition. So. Jetzt haben wir alles, jetzt mounten wir den Krempel. Wie gesagt, Mate. Dann machen wir uns da drin ein Boot-Verzeichnis. Dann mounten wir auch das. Dann müssten wir jetzt den Stage 3 da reinpacken. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh, hi. Hat jemand die Tetris-Melodie auf Klick? Möchte jemand erklären, was ein Stage 3 ist? Derweil? Okay. Genau. So. Also. Jetzt, da wir das uns in unsere frische Verzeichnisse entpackt haben, gehen wir da rein. Und da ist Zeug drin. Cool. Was brauchen wir, bevor wir reinschrooten können? Standard, sonst haben wir da drin kein Netz. Richtig, die ResolveConf. So, habe ich da eine Frage gerade gesehen? Ja, klar, logisch. Vorher tun wir allerdings mal ganz feiner Bub, feiner Bub. Das ist der erste große Fallstrick, den du auch bei, wenn du Sachen automatisieren willst und jede Kiste gleich haben willst, erstmal keiner abnehmen kann, es sei denn, du machst das. Was mache ich da? Ich sage meinem C-Compiler, welche CPU-Features ich drin haben möchte. Das ist nicht trivial, machen auch viele falsch. Du hast eine Möglichkeit, die du, wenn du gar keinen Bock hast, das jetzt noch zu ergoogeln, du machst mArch Native. Was macht das? Und? Und? Was ist die Quintessenz daraus? Sehr schön. Du mit diesen Flags hast du den Nachteil, dass er jedes Mal, wenn er was compilen will, erstmal gucken muss, was deine CPU kann, falls etwas mikrooptimiert werden muss. Der Nachteil ist dadurch natürlich, dass wenn du ein Paket kompilierst, das natürlich nur auf dieser Maschine laufen wird. Wenn du Sachen zum Beispiel für ein Raspi auf 20 ausrollen willst, und du machst sowas und du hast Gentoo auf dem Raspi, dann kann das funktionieren, wenn es genau die gleiche Baureihe ist.
Ansonsten nicht. Ansonsten haben wir hier noch so kleine Sachen, wie zum Beispiel, dass wir Make sagen können, dass er zum Beispiel 4 Jobs gleichzeitig nehmen soll. Ich kenne das auch nicht alles auswendig. Hallo? So, da kommen dann solche Dinge rein. TLDR, ich war auch bei meinem Laptop zu faul. Ja, ansonsten Image Default Opt, ja, Gentoo Mirrors. Image ist das Programm, mit dem man in Gentoo Sachen installiert. Beziehungsweise das Ding heißt Portage, aber das Kommando heißt Image. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Bildjobs gleichzeitig für euren Rechner richtig sind, fragt ihr euren Arzt oder Apotheker. Oder 4chan, je nachdem. Ich hab dich auch lieb. Ja, ansonsten machen wir jetzt einfach mal einen Mirror Detect. Ihr kennt das alle. Erzählt mir nichts anderes. Wo sind die Emacs-Nutzer? Handy hoch? Geil, sorry. Passt. Was? Nee, kein Flame War. So, jetzt haben wir so mal die Grundeinstellungen vorgenommen. Wie schon vorhin richtig gesagt wurde, es gibt ein paar Sachen, ohne die kommen wir nicht weiter. Wie zum Beispiel /proc. YOLO. Dann brauchen wir noch solche Sachen wie dev. Und dann brauchen wir noch solche Sachen wie bam. Rebinden. Das heißt, das nimmt das von deinem Rechner, das also von dem ursprünglichen gemounteten Install-Image, dein /sys-Verzeichnis und mountet so gerade wieder in deinen Trot rein. Was? Recursive. Ach so, also er ist recursive. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So stand es im Handbook, seitdem habe ich auch nichts anderes mehr installiert. Seriously. Nee, ehrlich, ich habe schon keine andere Distribution mehr installiert seit mittlerweile 2 Jahren. Also, to be honest. Das ist das Schöne bei Gentoo. Das ist übrigens auch, was ist das Schönste an Arch, Leute? Was ist das Schönste an Arch, Leute? Das Konfigurieren. Das ist Amen. Das Wiki rockt. Es gibt sehr, sehr viel im Gentoo-Wiki, was aber auch sehr, sehr oft halt Gentoo-spezifisch ist. Ja, die Ubuntu-Users, die sind richtig in Ordnung, wenn es nicht Ubuntu wäre. Also, wir truten da jetzt mal rein. Damit wir auch sicher gehen, dass wir, ja, jetzt sind wir da drin. Was machen wir als erstes? Also, wir haben diverse Tools an der Hand, die wir einfach brauchen, um mit dem System sinnvoll umgehen zu können. Man kann da jetzt einen kleinen Flame War starten, aber bei Gentoo ist das nicht so richtig angekommen mit ein Tool, eine
ein Job und nur das, und aber das dafür richtig ist bei Gentoo nicht so wirklich angekommen. Es gibt viele Tools, die machen sehr viel, aber das ist halt das Schöne bei Gentoo, wenn du dieses eine durch etwas anderes austauschen willst, geht es manuell vom Zugriff und vom Feeling her, während man es macht, ein bisschen, man fühlt sich, als hätte man mehr Kontrolle über das System. Ist gefühlt, muss ich zugeben, aber es ist auch teilweise scheiße gut dokumentiert. Also eSelect ist zum Beispiel hier so ein Programm. eSelect lässt mir für meine Environment-Sachen einfach, wie zum Beispiel RC, ich kann hier meine RC-List angucken, welches Programm wird in welchem Status von meinem Kistenboot automatisch gestartet und ob nicht. Oder zum Beispiel, was auch immer extrem nützlich ist, ist Locally. Wenn wir einen Locally wollen, gehen wir natürlich dazu erstmal in unsere Locally-Datei und sagen der erstmal, natürlich ohne Vim, dass wir eine deutsche Sprache wollen. Zum Beispiel dürft ihr halten, wie ihr wollt. Die meisten Leute sagen, dass es mehr Sinn macht, englisches UTF-8 auf UTC auf dem Rechner zu haben und dann auf Applikationslevel umzurechnen. Die Leute haben ja prinzipiell recht, aber mehr. Diese Locally generieren wir. Zack, wir haben eine Locally auf unserem Laptop, auf unserer Maschine. Das ist extrem nützlich und es fallen extrem viele Sachen aufs Brett, wenn du das nicht hast. Zum Beispiel sehr, 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 sehr viele Perl-Pakete. Und da Perl sehr, sehr tief im Gentoo drin ist und mit sehr, sehr, sehr viel verwendet wird, ist es sinnvoll, ein funktionierendes Perl auf der Kiste zu haben. Jetzt haben wir unsere Locally. Sagen wir zum Beispiel unserem Glump da, Hanne, dass wir, ja, ich bin Schwabe, dass wir diese deutsche Sprache verwenden wollen. Zack. So, das Erste, was wir natürlich brauchen, nachdem wir hier ein lauffähiges System haben, ist sowas wie der Kernel. Geht nicht. Ja, wir haben noch kein Profil gesetzt. Das Profil ist so eine Sache, da wird es dann etwas religiös. Wir haben mit einem Standard x86 System ein paar Kernel. Ja, ohne Portage Repo wird das nichts. Wir ziehen uns erst jetzt mal die Quellen, die aktuellsten vom Portage Repo. Das sind dann für den Package Manager Portage die wichtigsten Informationen drin, weil man ja ein Paket zum Beispiel auch für mehrere CPU-Architekturen ausrollen kann. Wenn er dann weiß, wo Portage zu finden ist, ich habe jetzt hier nichts dafür in der Make-Conf konfiguriert, dann sucht das am Standardort und wenn er es dort gefunden hat, dann muss ich erstmal ein Profil auswählen und dieses Profil ist aus einer großen Liste auswählbar. Das sind dann solche Sachen einfacher in der Benutzbarkeit vordefiniert, wie zum Beispiel benutze ich Systemd, benutze ich X, oder ist das ein hardened Kernel-Profil? Also es gibt hier auf der Konferenz garantiert ein paar Leute, mit denen ihr euch über GRSec oder PAX unterhalten könnt. Ich bin keiner davon, weil ich bin Webdev. Sorry. Ich schäme mich auch nicht dafür. So. Ansonsten benutzt ihr SE, Linux, solche Sachen sind da halt drin. Wenn es dann mal kommt. Ja, es hasst mich garantiert. Übrigens, der Schein trügt.
der braucht nur 1,3 Sekunden, weil er eigentlich so gut wie nichts macht, wenn du die Quellen schon auf dem Laptop hast. Aber ich habe vorhin mal versucht zu Also es läuft nicht nur da nicht. Ja. Also auf jeden Fall, wenn der da fertig ist, dann hat man halt so eine Auswahl hier. So. Da kann ich dann sagen, will ich einen harten Kernel. No Multilib heißt, dass er versucht, einen Kernel zu bauen, der wirklich auf x86 64-Bit-Paketen basiert, dass er nicht einen Mischmasch mit 32 Paketen versucht zu tun. Kann auf die Bretter gehen, hin und wieder. Also bei mir ist es jetzt eher selten der Fall gewesen auf Produktivkisten. Ansonsten halt möchte ich einen harten Kernel, der natürlich in der Version ein bisschen älter ist, was auch einer der ersten Kommentare hier drin war, dass die Pakete eigentlich ziemlich aktuell sind. Und dann möchte ich halt SE Linux, möchte ich GNOME, möchte ich KDE, möchte ich Plasma, möchte ich einen viel zu groß bebloateten X-Manager. Nein, möchte ich nicht. Ich habe XFCE. Ihr dürft natürlich nehmen, was ihr wollt. Die VM ist immer noch dabei. Klasse. Also ich glaube wirklich, das ist Netzwerk-Fu. Nein. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Was ich aber versuchen kann, ist... Da ist gar nichts drin. Also natürlich braucht man sie, weil da sind jetzt gar keine Informationen über aktuelle Pakete und deren Status drin. Es ist dieses Set an Paketen vorinstalliert, was jetzt gerade auf dem in dem Image drin ist. Und wenn ich die Informationen nicht reinlade, kann ich keine Pakete installieren. Logisch. Wie lange haben wir noch? Weil ansonsten switche ich einfach auf eine laufende VM. 1638, okay. Ich lasse das jetzt mal, weil das bringt uns so nicht weiter. Was ich aber machen kann, ist, Ninja-mäßig eine funktionierende VM hochzufahren. Der Hauptteil, warum ich eigentlich Gentoo so toll finde, ist der Paketmanager. Der Paketmanager ist einfach der Wahnsinn, weil ich habe ein paar Probleme nicht. Moment. Wie ich schon am Anfang erwähnte, mein Punkt, wie ich dazu gekommen bin, ist, ein Kumpel hat gesagt, probier mal, ich probiere mal. Bin natürlich voll auf die Schnauze gefallen. Aber weil Gentoo mich quasi dazu zwang, mich über ein paar Sachen zwangsläufig informieren zu müssen. Und das war im Nachhinein eine gute Entscheidung. Wie funktioniert der Paketmanager? So. What the hell? Der Paketmanager Portage ist einer, der davon ausgeht, dass ich Pakete von Hand baue. Von Hand bauen heißt so viel wie, man zieht sich die Quellen des Paketes und kompiliert es selber. Es ist richtig, dass das manchmal richtig lang dauern kann. Das hast du bei Paketen wie OpenOffice, das hast du bei Paketen wie Chromium, das hast du bei Paketen wie Thunderbird, GNOME, GCC, ja, natürlich.
Ich finde es allerdings im Nachhinein einfacher, wenn man von diesen Sachen, wie zum Beispiel, wie heißt dieses neue Open Office da? Libre. Wenn man da von den, es gibt doch von, ich finde es jetzt nicht, man kann davon schon vorgebaute Pakete sich ziehen. Dann werden nachher nur noch die zusätzlichen Features, die über UseFlex erreichbar sind, nachgeladen. Nachkompiliert. Jetzt, was sind UseFlex? Ich habe hier zum Beispiel ein PHP auf meiner Kiste laufen. Das kann eigentlich so gut wie nichts. Das soll bei mir nur Shell-Foo machen. Ich brauche zum Beispiel eine, bei der Entwicklung von Metasploit-Modulen irgendwie eine laufende PHP-Prompt. So. UseFlex sind dieses farblich flauschig dargestellte, was hier unten steht, und zwar wie installiert ein Debian-Benutzer PHP? apt-get install PHP 5, enter, Scheiße, Apache 2, CCCCCCC, er versucht rauszukommen und hat schon installiert. Tja, es existieren hier keine Meta-Pakete. Es existieren virtuelle Pakete, die einem im Nachhinein, wie hier zum Beispiel das eSelect Package. Ich kann mir hier von PHP gleich mehrere Versionen auf die Platte installieren. Und dann nachher zwischen den Versionen umswitchen. Also das, was euch von Docker-Leuten verkauft wird als cooles Feature, ist in Gentoo schon automatisch mit drin. Das war jetzt eine Aussage, von der ich wahrscheinlich von sehr vielen Experten auf die Schnauze kriegen würde. Aber es kommt, wenn man alles auf das runterbricht, läuft es da drauf hinaus. Ich kann für zum Beispiel sagen, ich möchte in PHP, und da muss der apt-get-User erstmal suchen nach dem richtigen Paket. Habe ich hier alles in meinem devlang-php-Paket drin, und dieses Paket bringt mir diese UseFlex, und anhand der UseFlex kann ich entscheiden, welche Features ich von PHP auf meiner Platte installieren will. Das kann ich auf verschiedene Arten und Weisen machen, aber mein Paketmanager ist ja nicht blöd. Da kann ich es erstmal für PHP oder Python hier sagen, welche Versionen ich haben will, und oder ich installiere sie einfach von Hand und sage ihm, welche UseFlex ich möchte. Das kann ich zum Beispiel in einer package.use machen. Da stehen dann meine UseFlex drin. Diese Datei neigt dazu zu verrotten. Aber da du permanent jedes Mal, wenn du was auto neu emergst, weil du dir neue Paketquellen geholt hast, kann es sein, dass da noch von alten Versionen Zeug drinstehen, die schon lange nicht mehr gültig sind. Was aber ziemlich cool ist, ist, wenn du aus dieser Datei ein Verzeichnis machst, und wenn Portage merkt dann, wenn das ein Verzeichnis ist, dann legt er da drin mit dem Namen des eigentlichen Paketes eine Datei an und schreibt da dann sein Zeug rein. Da steht dann sowas drin wie zum Bleistift. Wo haben wir denn viel? Ja, gerade bei PHP. Zum Beispiel, dass ich kein Apache 2 Modul möchte, kein Berkeley und kein Readline und kein LDAP. So. Ob das jetzt Sinn macht, egal. Wie gesagt, ist ja keine Content-ausliefernde Kiste. Wenn ich das da gesetzt habe und ich sage dann Emerge PHP, dann, ja, natürlich, dann sucht er nach diesen UseFlex. Wenn er keine findet, versucht er per Default, welche, also die vom Paketmanager als meistens gebräuchlich empfundene Default UseFlex zu verwenden. Ansonsten kann ich nämlich noch total cooles Zeug machen. Und ich sage hier zum Beispiel bei meinem Portage-Profil, dass ich folgende UseFlex für mein ganzes System möchte. Das wäre dann sowas.
Ich mach mal das Browserfenster zu vielleicht. Ich kann zum Beispiel sagen, lass mal diesen Krempel hier aus meinem System raus. Ich kann mal sagen, lass mal diesen Krempel hier aus meinem System raus. Was dann passiert ist, wenn ich ein Programm installiere, egal ob dieses UseFlag in diesem Programm verfügbar ist oder in einem der unter Dependency mit installierten Programme als UseFlag verfügbar ist, versucht er gleich für alles, was ich auf meiner Kiste will, das rauszulassen. Das ist nützlich, aber geht bei manchen Paketen auf die Bretter. Wie zum Beispiel, warum will ich irgendwelche Journaling-Plugins für Systemd installieren, wenn Systemd also das ist jetzt das Precedence-Model und das ist ganz oben. Wenn ich für mein System sage, das möchte ich auf meiner Platte nicht haben, dann wird das gar nicht erst versucht. Und das wird dann auch so weitergegriffen, es sei denn, ich mache es hier von Hand und sage, dass ich, gib mir das da für, oder auch einfach nur das da. So, was macht er jetzt? Er guckt erstmal, wie, ja, natürlich, Alter. Why you no bash? Er versucht jetzt rauszufinden, welche habe ich schon im Gebrauch, welche stehen in der make-conf fürs ganze System, welche stehen in der make-file für dieses Paket in meinem Portage-Verzeichnis, versucht es dann, versucht sich da draußen Reim zu machen. Gut, ich kann es ja pretenden. Macht ja nichts. Aber guter Einwand, richtig. In dem, was er jetzt versucht zu bauen, wäre jetzt hier Apache 2 neu mit dabei. Er sieht, okay, User möchte UseFlag, neu. Okay, was sind die Dependencies von diesem UseFlag? Okay, diese Software. Ist diese Software installiert? Nein. Wie heißt diese Software, beziehungsweise das Paket dafür, und zieht sie mit rein. Also so wie jeder andere Package Manager auch funktioniert. Was ziemlich cool ist, sind solche Sachen wie zum Beispiel EIX. Weil diese Portage an und für sich kann Pakete suchen, cached allerdings nicht zwischen, was bedeutet langsam. AIX ist das Tool der Wahl, wenn man das in sinnvoll aufgegliedert haben möchte. Und dann gibt es noch andere Pakete, wie zum Beispiel das hier, das bringt einem solche tollen Programme wie das da, wo ich zum Beispiel sagen kann, bauen wir mal ein Dependency Tree für PHP. So, was wird da mitgezogen? Oder gib mir mal, was für Dateien hingen in dem PHP-Paket drin, die jetzt mit auf meinem Rechner mit installiert wurden. Oder ja, das ist eigentlich alles, was man braucht. Mehr habe ich nie gebraucht. Praxistipps. Allermeistens, wenn man auf Gentoo etwas nicht installieren könnte, sind es falsche Maskierungen oder UseFlag-Dependencies von Sachen, die man installieren will, aber andere Pakete blocken. Paketblocks passieren zum Beispiel dann, wenn ich versuche, eine Version von einem Programm zu installieren, das eine Version von einem anderen Programm voraussetzt, was ich in einer anderen Version installiert. Okay, scheiße. Paket A hängt von Paket B ab. Ich habe B schon in einer anderen Version installiert, habe es aber so maskiert, dass ich eine neuere Version nicht möchte. Wer das in Debian schon mal gesehen hat, gibt es unter apt-sources eine preferences-d. Was tue ich dort? Pinnen. Was bedeutet pinnen? Eine Version eines Pakets festlegen. Das
finde ich auch in meinem Portage-Verzeichnis. Und zwar heißt das wirklich Mask. Da steht dann Sachen drin, die ich überhaupt nicht will oder die ich in bestimmten Versionen nicht will. Und das Schöne ist, diese Bezeichner für Pakete ziehen sich durchs ganze System. Das bedeutet, ich kann größer gleich Paketname minus Version quer im ganzen System verwenden. Ich kann es so maskieren und sagen, diese Version will ich nicht. Ich kann es demaskieren und sagen, benutze bitte eine neuere Version. Ich kann die UseFlex damit dafür ändern. Ich kann das Programm anhand diesem Bezeichner installieren oder deinstallieren, was bei Portage ziemlich cool ist, weil man ja, wie gesagt, von einem Paket mehrere installieren kann. Bei der Entwicklung von einem Metasploit-Modul ist mir zum Beispiel vorgestern aufgefallen, dass ich 3 Versionen von OpenSSL auf meinem Laptop installiert hatte. Fand ich lustig. Ich war gerade beim Aufsetzen vom OpenVPN und habe mich dann gewundert, warum ich keine elliptischen Kurven von den SSL-Ciphers zurückbekam. Gut, was ich nicht wusste, ist, wenn man OpenVPN sich die Cipher listet, dann listet er welche auf, die er gar nicht unterstützt, weil OpenVPN keine elliptischen Kurven kann. Aber es hat, wie gesagt, hat ja mit Gentoo nichts zu tun. Auf jeden Fall, wie gesagt, das zieht sich so durch das ganze Repo. Und es wird ziemlich einfach, wenn du nachher Sachen machst wie, okay, ich habe hier ein Paket, das möchte ich haben. Das ist mir, ich glaube, vor 2 Jahren so passiert. Da wollte ich Isinga 2, das Paket ohne das Webinterface, was da ziemlich easy war. Okay, der erste ist schon weg. Was da ziemlich easy war, weil ich weiß, 2 verschiedene Pakete waren. Da habe ich gesagt, okay, installiere mir Gentoo. Und dann habe ich gesagt, installiere mir Isinga 2. Und dann habe ich gesehen, dass der eine spezielle Datei löscht, die ich gebraucht habe. Und es hat mich ganze 10 Minuten gekostet, dafür ein neues Paket zu bauen. Und zwar, indem ich ein GitHub-Repo eröffnet habe. Es gibt Portage Overlays, heißen die. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte meine eigene Paketquelle mit ins System hinzufügen. Und das sind in jedem Fall und immer Repos. Diese Repos können alles sein. Das können Git-Repos sein, Bitbucket, Mercurial, also egal was. Und ich habe dann mein eigenes Git-Repo angefragt, habe dann mir diese e-Build-Datei angeguckt. Und zwar sind e-Builds, ich vergesse das Verzeichnis immer, und zwar sind e-Builds die Dateien, die mir zum Beispiel zeigen, anhand dieser Datei, ja okay, ich muss den Hintergrund ändern, sonst sieht man hier wirklich gar nichts. Einstellungen. Wo ist der Schieber? Der Schieber ist hier. Genau. An diese Datei sagt, wie PHP installiert wird, wie er sich die Quellen zieht, welche Keywords dafür existieren. Keywords wiederum sind wie erkläre ich das? Ja, egal, erstmal. Auf jeden Fall, anhand dieser total kaputten Syntax, man merkt hier, dass hier viele Perl-Leute am Werk waren, kann man sagen, zum Beispiel, welche UseFlex bringe ich mit? Wie wird das Zeug installiert? Was habe ich für Dependencies? Was haben diese Dependencies zum Beispiel? Wie spiegeln die sich in meinen systemgesetzten UseFlex wieder? Und
Also wie gesagt, wenn ihr euch das antun wollt, viel Spaß. Bei meinem Isinga-Problem allerdings war es nur eine Zeile, die ich ändern musste. Und das Ding hat das Paket so emerged, dass ich diese eine Datei, die weg war, noch hatte. Ich habe eine Frage, und zwar zur Servertauglichkeit von Gentoo. Also man hört ja zum Beispiel, dass man eine Rolling-Release-Distribution jetzt nicht als Server verwenden sollte. Jetzt ist meine Frage, kann man bei Gentoo zum Beispiel dann auch so in den Paketeinstellungen so einstellen, dass er dann möglichst als stabil angesehene Pakete bevorzugt? Du hast, wenn du nach einem Paket suchst, muss ich halt doch die Keywords erklären. Die Keywords sagen an, welche Versionsgruppen von Software du haben willst. Wenn du das wiederum Software an und für sich von einem Typ her hängt dann auch wieder von einem Kernel ab, auch, also gewisse Pakete. Und die wiederum brauchen andere Pakete. Also dein GCC-Config hängt von deiner Kernel-Config ab und so ziemlich alles, was du emergst, hängt von der GCC-Config ab. Also wenn du so zusammenbrichst, kannst du dein Keyword setzen auf AMD64 und wenn du dieses mit einer Tilde davor machst, dann sagt er zum Beispiel, gib mir den neuen Scheiß. So, gib mir den neuen Scheiß, spiegelt sich dann auch im Kernel wieder, in der Kernel-Version. So zum Beispiel habe ich hier Kernel not found, also 404er Kernel. Wenn ich das hab, dann wirkt sich das auf GCC aus, das wiederum auf bla 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 und irgendwann kommt da zum Beispiel PHP raus. Wenn ich zum Beispiel einen harten Kernel hab, dann hat der eine bestimmte Version. Das wiederum heißt, dass ich nur bestimmte und das wiederum und das spiegelt sich dann wiederum auf PHP aus. Wenn ich einen neuen Kernel hab, kann ich 5.6.9 emergen, was ziemlich neu ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte das noch neuer haben, ich möchte die 5.7 haben, für die es noch kein offiziell maintainedes Paket gibt, dann kann ich das über Layman machen. Layman hole ich mir ein Repo rein, das kann ich vielleicht sogar selber schreiben, ein E-Build schreiben, der emerged PHP 5.7. Dafür muss ich erstmal nach den Dependencies schauen, guck, dass die Dependencies up-to-date sind. Und wenn das dann läuft und ich das successful emergen konnte, dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich ein Layman-Repo habe, wo die eBuild-File PHP 5.7 drin liegt, ich mache emerge dev lang PHP 5.7 und sage dann in meinem Dirty-Dev-Repo. So. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann die Paketnummern maskieren und sagen, nutz mir von dieser einen Software, auf die ich angewiesen bin, zum Beispiel wenn ich einen Webserver deploy und der läuft mit PHP, maskiere ich mir PHP größer gleich 5, 6, weil ich weiß, dass die Devs noch die neue Syntax noch nicht irgendwie oder was weiß ich. Ich kann aber auch gleich das harten Kernel-Profil nehmen, weil dann hast du sowieso nur richtig stable Software auf deinem Rechner, weil allein schon dieser Dependency-Tree, der sich bis auf den Kernel runter durchhangelt, auf stabilen Software-Paketen basiert. Also man muss hier das ganze Bild sehen von deinen Software-Dependencies, die dein Rechner dir mitbringt. Und wenn du es alles ganz runterbrichst und schon im untersten Teil, im Kernel, eine sehr sichere, stabile Softwareversion drin hast, dann wirst du das ganz neue Zeug nicht installieren können. Und wenn, dann musst du das von Hand installieren. Von Hand heißt in anderen Betriebssystemen zum Beispiel, dass du dir die Quellen holst und mit Make rumspielst. In Gentoo existieren die Dinger meistens schon. Entweder du findest sie über EIX, ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass ein Paket mit meinem Nickname existiert. Nein, es existiert keins, aber was ich machen kann, ist, ich kann eins anlegen und gehen wir mal davon aus, es gibt eine Software, die heißt DirtyDev und die möchte ich auf meinem Rechner haben. Warum man das haben möchte, ich rate euch davon ab, aber nehmen wir mal an, dann gibt es den gibt es eine genau
gibt es hier sogar eine Seite, da kann man nach Overlays suchen. Da kann ich zum Beispiel sagen, die Isinga-Version für AMD 64, was mir die neuere Software auf meinen Rechner spielt, ist mir zu alt. Dann kann ich zum Beispiel sagen, hol mir mal Isinga 2 und ich klicke da drauf und sehe dann, welche Liste an Overlays es gibt, von denen welche die aktuellste Version ist. Von darum wieder kann ich suchen, welcher davon ist so neu, dass er mir taugt. Oder ich mache gleich einen auf und schreibe es im IRC-Chat rein. Leute hier, wenn ihr Isinga 2 haben wollt in der und der Version, zack, bist du im Repo-Liste drin. Dann findet man dich da drin mit deinem Paket in deiner Version, die du maintainst oder einfach mal, weil du das Ding geschrieben hast. Da kannst du auch dein Jabber-Nickname reinschreiben und deine Jabber-ID. Ist dir total belassen, wie du das machst. Manche Pakete, wie zum Beispiel Horacle, wird man hier wahrscheinlich die E-Build-File sehen, aber den Rest nicht, was weil es nicht Open Source ist. Was nicht Open Source ist, ist Gentoo ein bisschen Pain, weil der sagt dir dann zum Beispiel, dass du in deinem Portage-Verzeichnis noch spezielle Lizenzen akzeptieren musst, dass du spezielle Inhalte in spezielle Dateien schreiben musst, damit du es emergen kannst. Gut, andere Betriebssysteme erfordern von dir, dass du auf eine Webseite gehst, ein Paket runterlädst. Also ob das jetzt besser ist, auf jeden Fall, wenn man dann zum Beispiel sowas wie TeamViewer braucht oder Java, dann muss man das halt da von Hand reinschreiben, dann kriegt man's. What the fuck, Skype, warum? Okay, wie gesagt, also diesen Dependency Tree, der ist ganz wichtig. Manchmal wird was fehlen. Was ich immer wieder sage, Gentoo-User, Leute, wisst, aus was euer System gemacht ist. Ganz arg viel Perl, ganz arg viel Python und noch vor allem ganz arg viel C. So, Perl wiederum hat Pakete, die kann ich über Portage installieren, aber auch CPAN. Das kann sich überschneiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Versionen von irgendeiner Executable drin habe, dann ist das kein Problem. Dann setze ich meinen Bash-Pfad so, dass ich auf die richtige gelinkt bin. Das kann aber dann auf die Bretter gehen, wenn zum Beispiel die Inhalte in die gleiche Datei schreiben wollen. Ich kann zwar in Portage sagen, installiere mit die Version in das Verzeichnis, die Version in das Verzeichnis, aber ob das sinnführend ist, dürft ihr euch selber aussuchen. Ja, LDD. Ansonsten, was auch immer ganz sinnvoll ist, ist sein Perl aufzuräumen. Das gibt es in Yes, das gibt es in All. Und was ich ganz cool finde, ist Really All. der geht jetzt durch euer System, guckt sich an, was da drauf ist. Und versucht Dateien oder Versionen von Software zu finden, die nicht mehr gebraucht werden, weil zum Beispiel Software, die über CPAN installiert wurde, nicht installieren konnte. Ihr habt gesehen, ihr müsst eine andere Software auf eurem Rechner installieren, damit es überhaupt funktioniert. Und da habt ihr manchmal, wenn ihr dann wieder was deinstalliert, Dateileichen drin. Raus damit. Das dauert halt ein bisschen. Aber das Schöne an diesem ganzen Krempel und alles, was ich hier gerade manuell mache, da fragen mich immer die Leute, sag mal, hast du so viel Zeit? Ich sag da drum wiederum, das ist alles skriptbar. Wenn ich hier zum Beispiel sehe, dass ich so viele Programme neu emergen muss, dann ist das eine Sache, die ich kann nicht automatisieren. Da muss ich doch nicht dabei sein. Ich muss gucken, wenn was fehlt. Aber auch da muss ich nicht dabei sein. Ich gucke mir das an, wenn was fehlt. Wenn nicht, dann nicht. Warum sollte ich? Perl aufräumen ist immer sinnvoll und diverse Pakete neu zu bauen, die bei sehr vielen Software-Updates, die ich auf meinem Rechner fahre, immer Sinn macht. Und man findet dann hin und wieder auch, wie ich schon erwähnt habe, interessante Dateileichen. Oder Duplikate, wie ich halt bei OpenSSL. Also während das werkelt, noch gleich zu deiner Frage, das findet sich
Hier. Dadurch, dass ich dieses Keyword gesetzt habe, ist aktuelle Software auf meinem Rechner. Wenn ich dieses Keyword nicht setze, dann kriege ich die Hauptsoftware-Version auf meinen Rechner. Wenn ich das Keyword setze, dann weiß jede Software, die ich installieren will, dass ich das AMD64-Paket-Version davon will. Und das ist dann meistens, eben weil so viele Leute einen AMD64-Rechner haben, meistens aktueller, wie zum Beispiel das Spark-Programm für Linux. Es sei denn, ich emerge ZFS, aber... ZFS, auch so ein Teil, total cooles Zeug, aber nicht in der Minimal Boot ISO von Gentoo drauf. Braucht er allerdings auch nicht. Ihr könnt ja Gentoo mit jeder anderen Boot-CD auch installieren. Es ist genau das gleiche Vorgehen, nur manchmal habt ihr halt diverse Sachen nicht drauf, wie zum Beispiel CG-Disk ist auf manchen Tools nicht drauf. Dann nimmst halt F-Disk und spekulierst halt drauf, dass in dem F-Disk in der Version von deiner Boot-CD das F-Disk in der Version drin ist, wo du GPT-Tabellen erstellen kannst. Und so wirkt sich das halt aus. Wenn man mal X auf der Kiste möchte, gibt es auch wieder ein paar Tweaks. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ganz easy, wenn man mal damit rumgespielt hat. Und ich ermutige euch dazu, spielt mal damit rum. Wenn was fehlt beim Emergen, dann sind es Blocks. Dann sind es Programme, wo zum Beispiel GCC sich selbst versucht zu überholen. Ganz arg viel, was beim Emergen fehlt, funktioniert, wenn man das... so macht, mit einem Job. Man kann auch über Fehler drüber sehen. Er versucht weiter zu emergen und man kann sich danach das Ergebnis anschauen. Wie gesagt, da gibt es ein paar Tricks. Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden mit dem, was momentan in den Repos drin ist. Ich habe... demnächst erst wieder mich so über HP aufgeregt, dass ich auf einer Kiste, auf der ich eigentlich ESX installieren wollte, wollte monitoren per SNMP und habe dann auf der HP-Seite gesehen, dass für einen Server, den ich schon besitze, keine Firmware mehr runterladen kann, sondern dafür erst einen Lizenzvertrag brauche und den Geld in den Hintern schieben muss. Und dann habe ich gefragt, ja, gibt's die ISOs noch? Wenn ich mir so einen Vertrag hole, dann sagen sie nein. Und er hat jetzt mir erst erklärt, ich brauche dann einen speziellen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich habe dann gesehen, wenn ich die Kiste monitoren muss und ich will da virtualisieren, dann nehme ich halt KVM. Habe ich dann halt so, da habe ich die Sensordaten schon in Reintext, dann kann ich sie auch irgendwo hinschieben. Ah, egal. Da habe ich auch erst gemerkt, das Zeug, was da drin ist, ist total easy aufgesetzt. Geht echt flott. Und auch EFI mittlerweile gar kein Problem mehr. Mittlerweile SystemD weniger Probleme. Die Systeme sind allerdings, Probleme bei SystemD liegen meistens dann direkt nach dem ersten erfolgreichen Boot. Aber... ehrlich gesagt, das ist bei mir auch nur Hörensagen, weil wie gesagt, ich habe es jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr probiert. Und warum sollte ich? Das ist das Schöne, dass ihr hier Software installieren könnt, so wie ihr es wollt und so wie es der so mit dem Feature-Set, das die Software eigentlich bringt. Und ihr es über Sachen hinwegsehen könnt, wie... warum zeigt mir mein Distributions-Maintainer den Stinkefinger, indem er davon ausgeht, damit ich diverse Features in diversen Programmen nicht haben möchte und sie einfach überschreibt oder einfach nicht ausliefert? Ist auch schon vorgekommen. Komischerweise immer häufiger bei Debian. Oder warum kriege ich da jetzt, wenn ich die CA-Certificates installiere, irgendeines von allen anderen auf einmal nicht mehr, was auf allen meinen anderen Distributionskisten noch drin ist? Also Quintessenz ist Zeug, was ich schon gesehen habe, dass es fehlt bei diversen Distributionen,
war hier einfach schon von vornherein mit drin, aber halt abwählbar. Und das ist das, was ich finde, und ich lasse mich da auch gern von euch eines Besseren belehren, ein Killer-Feature. Ja, ich kompiliere alles selber. Ja, ich habe vielleicht andere Anwendungsfälle wie andere. Ich setze meine Use Flags so, wie ich es für sinnvoll erachte, und jeder, der sagt, was machst du denn da? Der kann mich entweder eines Besseren belehren oder, ja, XXX. Was ich euch empfehle ist, probiert es aus. Wenn ihr auf total lustige Fehler kommt, sind die meisten schon im Bug-Tracker von Gentoo, der ist echt mächtig. Hin und wieder tauchen auch Grundfails auf, in dem Gentoo-User die heißen neuen Versionen ausprobieren. Man hat auch andere nette Features dabei, zum Beispiel es gab da mal eine Liste, ich weiß, auch nicht, ob die noch maintained wird, die GLSA-Check. Es gab da mal ein Programm, das hat jemand geschrieben, das sucht nach CVEs. Schmeißt CVEs gegen deinen Rechner und guckt, ob du die Bugs auf deinem System hast. Ich fand das übel nützlich, aber hab's dann nach 3-4 Mal gelassen, weil ja, es ist mal, also bei mir war es bis jetzt auf jeder Kiste Python. Und ich kenne mich damit nicht aus. Es steht auf meiner Liste, aber ich habe jetzt erstmal Ruby gelernt, weil ich wollte damit Chef rummachen. Und da habe ich vorhin auch einen schönen Vortrag gehalten, beziehungsweise gestottert. Ja, ich hab Imposter, aber das war vorhin wirklich noch mehr Mate bedingt. Ansonsten, probiert's aus, spielt mal rum. Es wird hin und wieder vorkommen, dass ihr ehrlich euer System euch auf Sachen hinweist, wo ihr euch einfach Fehlinformationen hattet oder einfach ja, euch das Betriebssystem vorher abgenommen hat. Bevor mein Gentoo-Installation habe ich keine Ahnung gehabt, wie ein InitRAM-FS funktioniert und vor allem, wie man das konfiguriert. Also ich hatte ja keine Ahnung, dass es für Gen-Kernel eine Config gibt und dass man hier einen Lux-Parameter setzen muss. Wusste ich nicht. Ich habe einfach gedacht, das Ding kann einfach mal alles und wenn ich meine Kiste starte, guckt es nach dem, was sinnvoll ist. Nein, das Ding ist nicht besonders intelligent. Aber es ist cool, ich meine, es gibt Leute, die das InitRAM-FS von Hand schreiben und sagen, ich möchte keine Keyfiles für meine Lux-Systeme, sondern ich möchte das per SSH anlocken. Ja, ich finde ja auch, das ist erstmal ein cooler Scheiß, dass das überhaupt funktioniert. Ich habe es auch mal versucht, aber ich will es nicht mehr versuchen müssen. Ja, geiler Scheiß, probiert's aus. Das ist das, was ich sagen wollte. Gibt's noch Fragen? Ach kommt, Leute. Wie bei Chef vorher. Es kann nicht sein, dass er keine Fragen gibt. Als Daily Driver auf dem Laptop, wie viele Kerne brauche ich? Einen? Ja. Warum bräuchtest du mehrere? Achso, die Frage war, wie viel Kernel brauche ich auf meinem Linux-Laptop? Es kommt natürlich drauf an, wie alt ist die Version von dem, für was du entwickeln musst, damit es schon nicht mehr in den... Kommt drauf an, was du machst. Nee, es ist tatsächlich die Frage gewesen, wie stark muss mein Laptop sein, damit es überhaupt Sinn macht. Und das ist so viele Teile vom System ist auch... Je schneller das so wird. 4 Gigramm Quad-Core. Das ist meine Empfehlung für eine Workstation. Beim Server mit einer
same. Honestly, same. Ich, das... Mehr habe ich dazu auch eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ich hab einen Zweier Dual Core und ich bin beim Emergen von manchen Paketen so schnell wie auf diesem, wo ich 8 Kerne und 24 Gramm habe. Die Kiste hat nur 8 Gramm. Also ich merke es nicht mehr. Und wenn ich es nicht mehr merke, so viel Zeug, wie ich da drauf installiert habe, dann merkt es einer, der das zum Ausprobieren, damit rumspielen, ausprobiert. Zum Beispiel, wenn einer eurer Kollegen eure Firma verlässt und da fährt noch ein Laptop rum. Und ihr sagt, okay, ich mache da einen CI-Server draus, der soll für mich meine Epic, der soll für mich meine Acceptance-Tests fahren. Schmeißt es mal drauf, ihr werdet es nicht merken. Ihr werdet es echt nicht merken. Wenn du allerdings auf einem Raspberry Gentoo installieren willst, dann, dann fängst du an, dich mit GCC zu beschäftigen und Cross-Compiling, und da wird es dann interessant. Ich war noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Aber ehrlich gesagt, bei dem Zeug, was ich heute sehe von Software, die toll ist, wie zum Beispiel Isingard 2, wenn ich mir davon die Web-Oberflächen angucke, bin ich ehrlich am Überlegen, ob ich bei Webentwicklung bleiben soll. Allein die Anzahl an offenen Oberflächen, die auf jQuery, das ist eine Sicherheitslücke, heißt jQuery, basiert ist groß. Und ehrlich gesagt, ich kann die Entwickler verstehen, aber das ist ein anderes Thema. Gibt es sonst noch Fragen? Ja? Man kann auch bestimmt den Quellcode das Kompilieren halt einem Schreibtischrechner überlassen wird. Das meinte ich gerade mit Cross-Compiling. Cross-Compiling bedeutet, dass ihr Programme kompiliert auf einem anderen Rechner mit genau dem Feature-Set, das ihr wollt, und dann auf diesem anderen Rechner, der weniger Power hat, draufschiebt. Das ist das. Das ist auch das, warum ich vorhin in meinem Kernel-Profil dieses MArch Native drin hatte. Wenn ihr das manuell setzt, dann sind hier die meisten Features eurer CPU drin. Ob SSE drin ist, SSE 2, ob... übrigens, das ist der Krempel, den ihr hier seht. Das ist der Krempel, den ihr hier seht bei den Flags. Wenn man das übrigens, total geiler Scheiß, wenn man das übertreibt, oder wer allgemein meint, er hat von GCC eine Ahnung, dem empfehle ich die Holy Grail Use Flags. Das ist der heilige Gral der Mikrooptimierung. Da fängst du an, dein System so zu mikrooptimieren, dass deine CPU ganz, ganz wenig Vorarbeit leisten muss, bevor sie anfängt zu kompilieren. Das kann man richtig übertreiben, aber dann fängt man an den Grundsystem, wie zum Beispiel den Linux-Kernel zu debuggen. Und ich weiß nicht, ob ich da drauf Bock hätte. Deswegen, wenn man diese Flags hier setzt, alle von Hand, dann sagt man dem Kernel, welche Features seiner CPU man verwenden will. Wenn man dieses Flags nicht setzt und sagt, MArch Native, läuft es nur auf der CPU, mit der ich gebaut habe. Wenn ich dieses eine Paket, was ich schon gebaut habe, auf 8 Maschinen ausfahre, dann müssen die gleiche CPU haben. Vielleicht sogar das gleiche Board. Vielleicht sogar den gleichen RAM, keine Ahnung. Und dann läuft es auch auf denen. Aber sobald ich mal eine andere Kiste aufsetze und vergesse zum Beispiel andere Use Flags zu setzen, dann muss ich es nochmal compilen. Also diese Flags sind das, was die CPU-Flags sind, das, woran man nicht vorbeikommt. Diese Entscheidung muss man treffen, gleich am Anfang, wenn man Gentoo installiert. Aber das ist eigentlich alles. Gibt es noch Fragen? Ja? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ich gehe in IRC und frage. Manchmal hilft Google. Es gibt im Gentoo-Wiki eine Liste für die gebräuchlichsten CPUs, wo die GCC-Flags drinstehen. Ansonsten, wenn es da nicht drinsteht, dann wird es hinzugefügt, gehen IRC-Channel und frag. Es
anhand der Flex. CPU Flex 2 oder irgendwas. CPU Flex 2. Das passt, die Liste einfach in Flex. Du kannst es aus OpenSSL rauslesen. Nee, nicht OpenSSL. Nee, du kannst das so nicht da reinpasten. Da kommt Schwachsinn raus. GCC, du kannst es aus GCC rauslesen, hast allerdings das Problem, dass das in der Standard-Install-CD von Gentoo nicht dabei ist. Das heißt, du musst eine andere CD nehmen, wo das schon dabei ist. Und dann versucht das auszulesen, aber eigentlich müsstest du das System dafür schon installiert haben. Also ist ein Henne-Ei-Problem. Weil du musst ja, du kannst nicht einfach die Features reinpasten, du musst auch noch Kommandos dafür setzen. Und da wird es dann interessant. Ja, wie gesagt, gibt es vielleicht garantiert, ich kenne es nicht. Ich fände es nützlich, wenn ich es wüsste, aber ich kenne es nicht. Bäm! CPU-Info to CPU-Flex. Ja, das macht natürlich Sinn. Guess. die Guesses stimmen meistens, aber unsere Zeit ist rum und ich bedanke mich.